wenn man nur solche Dinge beschreiben könnte wie Geraden und Ebenen und sowas, dann wäre das vielleicht ein bisschen langweilig, obwohl da schon die wesentliche Theorie drin steckt. Man kann auch über solche Sachen reden wie Abstände und Winkel. Dazu braucht man das, was man Skalarprodukt nennt. Das ist ja vorhin schon gefallen, der Begriff. Den werden auch die meisten von Ihnen kennen. Ich will das jetzt nochmal kurz einführen. Das ist das sogenannte euklidische Skalarprodukt. Vielleicht zum Namen zwei Dinge. Euklid, auch wieder so ein alter Grieche, den kennen Sie ja auch schon vom euklidischen Algorithmus, hat ein ganz berühmtes Buch geschrieben, das heißt Die Elemente. Das ist, was die Anzahl der Auflagen angeht, das Buch mit der zweithöchsten Anzahl der Auflagen, was es überhaupt jemals gegeben hat nach der Bibel. Was unter anderem daran liegt, dass das bis hin noch ins 19. Jahrhundert quasi das einzige Mathe-Lehrbuch für alle Schulen auf der Welt war, mehr oder weniger. Und darin ist halt quasi die gesamte Geometrie, die die Griechen kannten, aufgeführt worden. Und darum redet man in vielen Zusammenhängen von euklidisch, um sie zu unterscheiden von anderen Geometrien, die es auch noch gibt. Also viele Dinge, die man so in der Vorstellung, wie wir sie haben, für gegeben hinnimmt, zum Beispiel Satz des Pythagoras und so weiter, gelten in anderen Geometrien gar nicht. Nur ist eigentlich den Mathematikern erst seit ungefähr dem 19. Jahrhundert klar, dass es überhaupt noch andere Geometrien gibt, dass man also andere Geometrien beschreiben kann, die man zum Beispiel braucht, um sowas wie die Relativitätstheorie zu verstehen. Also die Physiker würden sagen, der Raum, in dem wir leben, ist gar nicht euklidisch, nicht wirklich. Aber machen Sie sich keine Sorgen, man kommt trotzdem mit der euklidischen Geometrie ganz gut zurecht in diesem Raum. Aber so ganz genau euklidisch ist er nicht. Also das nur zur Erklärung, warum hier euklidisch davor steht. Das heißt insbesondere, es gibt auch noch andere Skalarprodukte. Kommen wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen. Aber das Skalarprodukt, was wir so kennen, das ist folgendes. Sie schreiben sich zwei Vektoren hin. 1, 0, minus 3 und einen anderen 5, 8, minus 2. Und dann schreiben Sie dazwischen ein Malzeichen. Und wie wird das jetzt gerechnet? Sie nehmen immer die nebeneinander stehenden, miteinander mal, 1 mal 5, 0 mal 8, minus 3 mal minus 2, immer paarweise, was sich gegenübersteht. Geht also logischerweise nur mit Vektoren, die entweder beide aus dem Raum oder beide aus der Ebene sind. Und die Ergebnisse addieren Sie. Ganz simple Rechenaufgabe, dann kommt hier raus, in diesem Fall 5 plus 0 plus 6, also würde hier rauskommen 11. Wichtig, das ist schon wieder eine neue Verknüpfung, die wir gelernt haben, die auch wieder keine innere Verknüpfung ist, weil wir nämlich hier zwei Vektoren miteinander verknüpfen. Und als Ergebnis kommt nicht ein Vektor raus, sondern es kommt ein Skalar raus, eine Zahl. Darum ist das keine innere Verknüpfung. Sonst müsste als Produkt der beiden Vektoren wieder ein Vektor rauskommen. Und was wir ja auch schon erwähnt haben, leider besteht hier so ein bisschen die Gefahr, zwei Begriffe zu verwechseln, die sehr ähnlich klingen. Dies hier ist das Skalarprodukt. Man nimmt zwei Vektoren miteinander mal und es kommt ein Skalar raus. Und es gibt die skalare Multiplikation, die wir ja auch schon heute hatten. Man nimmt ein Skalar mit einem Vektor mal und es kommt wieder ein Vektor raus. Heißt leider beides ziemlich ähnlich, sind aber zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Eine Schreibweise, die auch üblich ist, also einmal das, was ich eben da gerade gezeigt habe, Sie schreiben einfach hin V mal W, Sie machen so ein Mal dazwischen. Was man auch macht, in gewissen Zusammenhängen ist das Malzeichen schon vergeben, dann möchte man eine andere Schreibweise für das Skalarprodukt haben, dann schreibt man das häufig so, spitze Klammern, und dazwischen die beiden Vektoren durch ein Komma getrennt. Sieht man auch öfter, wie gesagt, gerade dann, wenn das Malzeichen schon für was anderes benutzt wird, dann muss man sich ja entscheiden, wie man jetzt das Skalarprodukt schreiben will. Dann wird das häufig so geschrieben. Aber ich glaube, die Berechnung selbst ist eigentlich völlig klar, immer die gegenüberliegenden miteinander multiplizieren und die Ergebnisse summieren. Was aber einigen von Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen ist hier, ich habe das ja eben auch schon mit einem Ohr gehört, dass hier zum Beispiel das Negative von dem da oben rauskommt. Und natürlich liegt das daran, dass hier C gleich minus B stand. Mit anderen Worten, es gibt auch für das Skalarprodukt so eine Reihe von Rechenregeln.
von denen ich Ihnen so ein paar mal hinschreiben will. Also was Sie machen können, ist zum Beispiel das Folgende. Wenn Sie sowas ausrechnen wie, Sie wollen so ein normales Skalarprodukt ausrechnen und in einem von den beiden Vektoren steckt ein Faktor drin, zum Beispiel dies hier ist Alpha mal der Vektor. Dann kann ich mich jetzt wieder fragen, macht das einen Unterschied, ob ich erst das ausrechne oder ob ich das ausrechne? Und auch da müssen Sie sich natürlich zuerst mal überlegen, dass das grundsätzlich erstmal zwei ganz verschiedene Dinge sind. Hier auf der rechten Seite, wenn ich das in Klammern erst ausrechne, dann kommt hier ja ein Skalar raus. Das heißt, ich nehme hier ein Skalar mit einem Skalar mal. Auf der linken Seite, wenn ich das in Klammern erst ausrechne, kommt ein Vektor raus und den multipliziere ich dann mit einem Vektor, damit ein Skalar rauskommt. Trotzdem kommt in beiden Fällen dasselbe raus. Ja? Das können wir eben mal ausprobieren. Und das erklärt vielleicht das, was Sie meinten, weil ich hier, wenn das mein Alpha minus 1 ist, dann habe ich hier quasi das Negative vom Vektor V stehen und dieses Negative wird rausgezogen, sodass ich dann hier quasi das Negative von dem Skalarprodukt stehen habe. So kann man sich das auch vorstellen. Ne? Ich rechne mal eine so eine Sache an einem Beispiel vor. Wenn Sie hier stehen haben, auf der linken Seite würde stehen 2 mal der Vektor 1, 3 mal der Vektor 2 minus 1 und Sie rechnen erst das hier aus oder Sie nehmen die gleiche Rechnung, 2 mal der Vektor 1, 3 mal der Vektor 2 minus 1, Sie rechnen aber erst das hier aus und überprüfen das, dann werden Sie sehen, hier müssen Sie erst das ausrechnen, 2 mal 1 ist 2, 2 mal 3 ist 6, das Ganze mal 2 minus 1, das ergibt dann 2 mal 2 ist 4, 6 mal minus 1 ist minus 6, 4 minus 6, also minus 2. Und hier rechnen Sie erst das Skalarprodukt aus, einmal, also 2 mal, Klammer auf, 1 mal 2 ist 2, 3 mal minus 1 ist minus 3. Hier ist es natürlich wieder wichtig, die Klammern mitzunehmen, also diese Klammern, die ich hier rumgemacht habe, sonst stimmt das Ganze natürlich wieder nicht. Und jetzt haben Sie hier 2 minus 3 stehen, das ist minus 1, also 2 mal minus 1 gleich minus 2. Kommt auch wieder dasselbe raus. Aber nochmal, strukturell passieren unterschiedliche Dinge. Das, was Sie hier zuerst ausgerechnet haben, ist ein Vektor. Das heißt, hier steht als Zwischenrechnung eine Multiplikation zweier Vektoren. Das, was Sie hier zuerst ausgerechnet haben, ist ein Skalar. Hier haben Sie also als Zwischenergebnis eine Multiplikation von zwei reellen Zahlen. Trotzdem kommt am Ende dasselbe raus, komischerweise. Und wenn Sie das hier als eine Rechenregel betrachten, dann können Sie auch noch andere Rechenregeln aufstellen. Vielleicht mal zuerst das hier. Das ist, glaube ich, völlig klar. Es kommt nicht auf die Reihenfolge an. Das ist also kommutativ. Beziehungsweise sagt man komischerweise an dieser Stelle normalerweise nicht, dass es kommutativ ist, sondern man sagt, dass es symmetrisch ist, weil der Begriff kommutativ eigentlich so ein bisschen gepachtet ist von den inneren Verknüpfungen. Und weil das ja keine innere Verknüpfung ist, nennt man das hier symmetrisch. Was man auch ausrechnen kann, ist, wenn ich hier vorne zwei Vektoren habe, V1 und V2, und diese beiden Vektoren addiere und dann das Skalarprodukt bilde, dann kommt dasselbe raus, als wenn ich das rausgezogen hätte. Das ist wieder so eine Art Distributivgesetz, nur ein anderes, als was wir eben hatten. Weil dies ein Distributivgesetz für das Skalarprodukt ist, während das andere ein Distributivgesetz für die skalare Multiplikation war. Hier kommt jetzt also raus V1 mal W plus V2 mal W. Das will ich Ihnen jetzt nicht alles mit Beispielen vorrechnen, aber vielleicht sollten Sie das selbst mal nochmal ausprobieren mit irgendwelchen Beispielwerten. Und weil das hier vertauschbar ist, kann ich natürlich diese Rechenregel auch auf die rechte Seite schieben und auch diese Rechenregel kann ich auf die rechte Seite schieben. Der Fachbegriff dafür, für dieses hier und für das zusammen ist, dass man sagt, das ist linear, die Abbildung. Und weil sie sowohl vorne als auch hinten, also sowohl im ersten als auch im zweiten Argument linear ist, sagt man, dass das eine Bilinearform ist. Die ist doppelt linear. Und mit dem zusammen hat man dann das, was man eine symmetrische Bilinearform nennt. Das sage ich Ihnen deswegen, weil ich vorhin ja schon mal gesagt habe, es gibt auch noch andere Skalarprodukte. Man dreht dann irgendwann den Spieß um und sagt, was sind eigentlich die wesentlichen Eigenschaften eines Skalarproduktes oder dieses Skalarproduktes. Und die wesentlichen Eigenschaften sind die, die hier stehen. Das Ding ist eine symmetrische Bilinearform.
Und man sagt dann später, jede symmetrische Bilinearform nenne ich einfach ein Skalarprodukt. Fertig. Man braucht noch eine dritte Sache außer symmetrisch und bilinear, das ist die sogenannte positive Definitheit, aber ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich wollte Ihnen nur sagen, der Prozess ist eigentlich immer derselbe. Man guckt sich irgendwelche Dinge an und versucht dann rauszuabstrahieren, was eigentlich das Entscheidende ist. Das ist genau das, was bei dem Begriff Körper passiert ist. Was ist eigentlich das, was ich benutze? Und dann kann man das wieder verallgemeinern. Aber da steckt noch mehr drin im Skalarprodukt. Die nächste Frage, die man sich stellen kann, ist nämlich die folgende. Was passiert denn, wenn ich einen Vektor mit sich selbst multipliziere? Ich habe so einen Vektor x, der hat die Koordinaten x1 und x2. Und diesen Vektor multipliziere ich mit sich selbst, also ich bilde das Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst. Dann kommt ja raus, ich schreibe es nochmal ausführlich hin, x1, x2. Das ist also gleich x1 mal x1 oder kurz gesagt x1 Quadrat plus x2 mal x2 kommt da raus. Was fällt Ihnen denn bei dem Ding hier auf? Das ist schon mal gut. Es kann 0 werden, wenn x1 und x2 beide 0 sind, aber es kann niemals negativ werden. Also es ist immer ein nicht negativer Wert und 0 kann nur rauskommen, wenn x1 und x2 0 sind. Also wenn ich den Nullvektor mit sich selbst multipliziere. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe, die sogenannte positive Definitheit. Aber es gibt noch eine andere Sache, die einem hier auffallen kann. Im Sinne von, habe ich das nicht schon mal gesehen? Da ist schon wieder der Pythagoras drin. Und zwar, dieser Vektor hier, x1, x2, das ist doch der hier. Das ist mein Vektor. Was ist denn x1? x1 ist dieses Stück hier unten, das ist x1. Und was ist x2? x2 ist dieses Stück hier. Wenn hier also steht x1 Quadrat plus x2 Quadrat, dann ist das doch nichts weiter als das Quadrat von dieser Strecke hier. Und das würden wir ja wohl als die Länge des Vektors bezeichnen. Ja? Also geometrisch ist das Skalarprodukt von einem Vektor mit sich selbst das Quadrat seiner Länge. Schreibe ich nochmal hin. Quadrat der Länge von x. Und darum ist es dann wiederum auch logisch, dass bei dem Nullvektor 0 rauskommt und sonst bei keinem, weil der Nullvektor der einzige ist, der die Länge 0 hat. Alle anderen Vektoren haben ja irgendeine Länge. Und darum ist es auch logisch, dass da niemals negative Werte rauskommen, weil eine Länge möglichst was Positives sein sollte. Was würde es für einen Sinn ergeben, wenn wir sagen, ein Vektor hat die Länge minus 3 oder sowas, ne? Das heißt, man kann jetzt auch wieder den Spieß umdrehen und sagen, wir definieren die Länge einfach über das Skalarprodukt. Das nennt man dann üblicherweise etwas nobler, nicht die Länge von einem Vektor, sondern seine Norm, die euklidische Norm. Von einem Vektor schreibt man so ähnlich wie bei den reellen Zahlen. Bei den reellen Zahlen hatten wir den Betrag, auch bei den komplexen Zahlen, wir haben um eine Zahl rum diese Betragsstriche gemacht. Das war ja der Abstand vom Nullpunkt. Und die Länge eines Vektors ist ja auch der Abstand seiner Spitze vom Nullpunkt. Darum nimmt man da eigentlich auch solche Striche. Nur um das von dem hier zu unterscheiden, nimmt man meist so Doppelstriche. Man macht das, schreibt das so hin. Das ist die euklidische Norm. Und damit ist gemeint, man nimmt den Vektor mit sich selbst mal, also man bildet das Skalarprodukt, und aus dem Ergebnis zieht man dann, damit das wieder mit dem Satz des Pythagoras übereinstimmt, die Wurzel. Also die euklidische Norm ist die Wurzel aus dem hier, die ich immer ziehen darf, weil wir uns ja schon überlegt haben, hier steht auf jeden Fall nie was Negatives. Da kann also jetzt nicht irgendwie mal eine komplexe Zahl oder sowas rauskommen, sondern da kommen immer schön brav positive reelle Zahlen raus. Nicht negative reelle Zahlen. Vielleicht mal ausprobieren am Beispiel. Dieser Vektor hier ist der Vektor 4, 1. Und von dem können wir jetzt die Norm ausrechnen, also der Vektor 4, 1, von dem die euklidische Norm, das ist das, was wir üblicherweise als eine Länge bezeichnen, das ist
der Vektor mit sich selbst multipliziert und von dem Ergebnis die Wurzel genommen. Also 4 mal 4 plus 1 mal 1 und daraus die Wurzel genommen. Das ist 4 mal 4 ist 16 plus 1 ist 17. Das Ergebnis ist also die Wurzel aus 17. Die Länge von diesem Vektor ist die Wurzel aus 17. Etwas mehr als 4. Die Wurzel aus 16 ist 4, Wurzel aus 17 ist ein bisschen mehr als 4, was ja auch so vom Bild her ganz gut hinkommt. Ne? Das muss ein bisschen länger als 4 sein, aber so viel länger als 4 wird es wohl nicht sein. Und was man dann auch machen kann, das ist eine Technik, die wir später öfter brauchen werden, ist, man kann einen Vektor normieren. Da steckt wieder dieser Begriff Norm drin. Mit normieren meint man, wir haben das vorhin schon mal gehabt, als wir über die Geraden gesprochen haben. Da habe ich Ihnen gesagt, es ist ja völlig egal, was für einen Richtungsvektor ich für eine Gerade nehme. Ich kann zum Beispiel das hier als Richtungsvektor nehmen. Ich hätte aber auch einen viel längeren Richtungsvektor nehmen können, der in die gleiche Richtung zeigt. Oder ich hätte auch sowas hier nehmen können als Richtungsvektor für die Gerade. Und diese Überlegung, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, verschiedene Längen, die aber alle dieselbe Richtung meinen, die kann einen natürlich dazu führen, dass man sagt, ich möchte unter all diesen verschiedenen Vektoren, die in dieselbe Richtung zeigen, einen besonderen auswählen, nämlich den mit der Länge 1. Das meint man damit, dass man einen Vektor normiert. Ein Vektor wird normiert dadurch, dass man einen anderen Vektor findet, der in dieselbe Richtung zeigt, aber die Länge 1 hat. Normieren eines Vektors. Eines Vektors v. Das geht nur dann, muss ich mal vorwegschicken, wenn der Vektor nicht der Nullvektor ist. Bei dem Nullvektor ist es natürlich wieder so, der Nullvektor zeigt in gar keine Richtung und der hat die Länge 0 und den kann ich nicht durch irgendeinen Trick dahin bringen, dass er auf einmal eine andere Länge hat. Das funktioniert also nur mit einem Vektor, der nicht die Länge 0 hat. Ja, aber wie macht man das denn jetzt? Wenn ich jetzt so einen Vektor habe, zum Beispiel den hier, und der hat, sagen wir mal, die Länge 1,5. Dann heißt das ja, wenn ich den normieren will, muss ich den länger machen. Den muss ich doppelt so lang machen, damit er die Länge 1 bekommt. Wenn ich aber jetzt einen Vektor gehabt hätte, der schon zu lang gewesen wäre, zum Beispiel dieser hier, der hat die Länge, sagen wir, 3,5. Dann muss ich diesen Vektor kürzer machen, um den zu normieren. Das heißt, ich muss den, ja, was muss ich denn hier jetzt machen? Den muss ich mit 2/3 mal nehmen, damit er kürzer wird. Ne? Also je nachdem, welche Länge mein Vektor hat, muss ich ihn entweder länger oder kürzer machen. Und anschaulich, geometrisch ist auch klar, wie ich das machen muss. Ich muss quasi vorher seine Länge ausrechnen und dann mit dem Kehrwert der Länge multiplizieren. Wenn die Länge selbst schon groß ist, muss ich sie kleiner machen. Wenn sie klein ist, muss ich sie groß machen. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Normiere den Vektor v gleich 3 minus 1. Erstens muss ich die Länge von diesem Vektor ausrechnen. Die Norm von v ist das Skalarprodukt mit sich selbst. 3 mal 3 ist 9. Na, ich rechne das mal aus. Plus minus 1 mal minus 1. Und daraus die Wurzel. Also habe ich hier 9 plus 1. Wurzel aus 10. Die Länge von dem Vektor ist Wurzel aus 10. Normiert habe ich dann also, da gibt es keine bestimmte Schreibweise für, einen neuen Vektor, der 1 durch Wurzel 10 mal der alte Vektor ist. Das würde man wahrscheinlich auch so hinschreiben. Das ist die kürzeste Art und Weise, das hinzuschreiben. Es sei denn, Sie haben jetzt als Länge gerade irgendwas raus, was schön aufgeht, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen und kürzen. Aber wenn Sie hier so eine hässliche Wurzel drin haben, dann kann man das eigentlich nur so schreiben. Aber wir können vielleicht mal zur Probe ausrechnen, ob das Ding hier wirklich die Länge 1 hat oder ob wir uns nicht verrechnet haben. Dieses Ding hier nennen wir das mal, sagen wir mal V'. Wir rechnen also jetzt mal die Länge von V' aus. Da soll jetzt hier 1 rauskommen. V' sieht so aus, wenn ich die 1 durch Wurzel 10 hier rein multipliziere, dann ist das 3 durch Wurzel 10
minus 1 durch Wurzel 10. Das Ganze wird mit sich selbst multipliziert. 3 durch Wurzel 10 minus 1 durch Wurzel 10. Und aus diesem Produkt wird die Wurzel genommen. Also habe ich jetzt hier oben stehen 3 mal 3. Unten habe ich stehen Wurzel 10 mal Wurzel 10. Das ist das Produkt der beiden. Plus, hier habe ich oben stehen minus 1 mal minus 1. Unten habe ich stehen Wurzel 10 mal Wurzel 10. Und aus dem Ganzen soll ich die Wurzel nehmen. Jetzt habe ich zum Glück hier zweimal den gleichen Nenner, kann ich zusammenfassen. Unten steht Wurzel 10 mal Wurzel 10, das ist praktischerweise 10. Und oben steht 3 mal 3, das ist 9 plus 1. Und daraus die Wurzel, naja, 9 plus 1 ist 10, durch 10 ist 1, Wurzel aus 1 ist 1. Kommt also 1 raus. Wäre jetzt ja auch noch schöner gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Und es ist offensichtlich, dass man diesen Trick eigentlich immer anwenden kann. Man kann immer zu einem Vektor einen finden, der in dieselbe Richtung zeigt, aber genau die Länge 1 hat. Es sei denn, es ist der Nullvektor. Hier vorne kann man ganz gut sehen, dass das immer noch in die gleiche Richtung zeigt, weil hier ja minus 12 und 5 steht bei den Zählern. Und das Ganze, in diesem Fall war es so ausgerechnet, dass da wirklich eine schöne Zahl rauskam. Da kam gerade 13 zum Quadrat raus als Länge von dem Ding, ne?